Das ist mein Ugrainers und da läuft gerade TrueNAS drauf. Und leider habe ich gerade das Problem gehabt, dass das WebGUI nicht mehr funktioniert hat. Und wenn ihr auch mal das Problem habt, dann müsst ihr genau das hier machen. Ihr schließt einen Monitor an, eine Tastatur an und dann müsst ihr in die Konsole gehen. Das ist dann hier unter Open Linux Shell. Dann tippt ihr ein Service. Middleware D und Restart. Und wenn ihr das gemacht habt, startet das Gerät neu und dann wird euer WebGUI nach ein paar Minuten wieder funktionieren. Probiert es mal aus. Bei mir hat es geholfen, nachdem ich stundenlang irgendwelche Foren gelesen habe und jetzt funktioniert hier wieder alles.